Vitamin C, das vermutlich wichtigste Vitamin für unsere Nebennieren. Wenn wir von Nebennieren sprechen, dann reden wir natürlich von unserer Stressantwort. Stressiges Leben führt jeder von uns vermutlich durchgehend. Das heißt, wenn es bei der Nebenniere nicht wirklich läuft, geht es in die Müdigkeit rein, geht es in die Energielosigkeit rein. Gerade das Schlüsselvitamin Vitamin C spielt dort eine entscheidende Rolle. Alles das in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Good Guy. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema sind die Nebennieren und ein wichtiges Vitamin. Das Vitamin C kennt man ja, wenn man jetzt vielleicht etwas kränkelt etc., sollte man mit dem Vitamin C rauf. Ein äußerst wichtiges Vitamin, wenn es darum geht, etwas fürs Immunsystem zu tun, fürs körperliche Wohlbefinden. Für das ist es eigentlich bekannt, aus Zitrusfrüchten etc. Aber jetzt gerade das Vitamin C hat auch eine wichtige Funktion bei unserer Stressantwort. Das heißt, ein stressiges Leben, das du vielleicht führst mit einer Dauerstressbelastung, mit einer metabolischen Stresskomponente noch dabei, aus der Kohlenhydratecke mit zu viel Glucose. Und da spielt jetzt gerade Vitamin C eine entscheidende Rolle bei den Nebennieren. Dass die Hormone für die Stressantwort dann ordnungsgemäß gebildet werden als Kofaktor, schauen wir uns einmal kurz an. Hier hätten wir unsere handelsüblichen Nieren. Hinten am Körper sind sie dann von der Position her zu finden. Und auf dem Kamm dieser Nieren haben wir dann unsere Nebennieren. Die Nebennieren haben eine äußere Rinde und in der Mitte das Gewebe nennt sich dann Medulla. Diese Nebennieren, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel im Alltag eine Situation, auf die du mit Stress reagierst, in der Arbeit, emotionaler Stress vielleicht etc. Und diese Nebennieren sind dann dafür verantwortlich, dass die dementsprechenden Hormone gebildet werden. Das erste Hormon natürlich das Cortisol, das bekannteste Stresshormon, aber natürlich auch Adrenalin und Co. Das heißt, dass du dann einen gewissen Pump hast, dass du auf eine gewisse Situation Fight or Flight, das heißt entweder auf Kampf oder auf Flucht dann reagieren kannst, dass dein Körper dann die dementsprechenden Signale bekommt über die Hormone, dass der Blutdruck steigt, dass du kurzfristig Energie bekommst, vom Glykogenspeicher noch eine Glukosekomponente, dass die Energie bereitgestellt werden kann dann in den Zellen. Das wäre die typische Stressantwort. Und der wichtigste Faktor, ein paar interessante Forschungsartikel dann unten verlinkt zum Vitamin C, die größte Konzentration im menschlichen Körper von diesem extern zugeführten Vitamin C, der Körper kann sie nicht selber bilden, die größte Konzentration, also der größte Speicher im menschlichen Körper ist eben in den Nebennieren. Wenn wir von Vitamin C sprechen, kennen es die meisten ja als pharmazeutisch hergestellte Ascorbinsäure. Das ist aber nur ein gewisser Teil des Vitamin C, denn wenn wir von natürlichem Vitamin C sprechen, mit diesen Kofaktorwirkungen jetzt gerade auf die Nebennieren, auf die positive Auswirkung auf die Nebennieren, dann sprechen wir vom gesamten Vitamin C-Komplex dann. Das heißt, das wäre dann das Vitamin C hier grün eingezeichnet und nur die äußere Schicht wäre dann das pharmazeutisch hergestellte die pharmazeutisch hergestellte Ascorbinsäure, das Vitamin C aus der Apotheke. Diese Ascorbinsäure hat natürlich jetzt auch hervorragende antioxidative Wirkung, aber eben gerade dieser Komplex ist jetzt von mir innen eingezeichnet, sozusagen das wäre das komplette Vitamin C und das besteht eben aus mehreren Bestandteilen. Schauen wir es uns kurz an. Das wäre jetzt zum Beispiel natürlich aus der natürlichen Quelle. Pflanzen haben auch gewisse Farbstoffe, das wären dann die Bioflavonoide mit hervorragender Wirkung auf die Gesundheit des Menschen. Dann als zweites haben wir noch die Tyrosinase, ein Enzym, wichtig jetzt gerade für die Aufspaltung des wichtigen Eiweißstoffs Tyrosin, eine wichtige Zusatzkomponente des kompletten Vitamin Cs. Dann gibt es noch den B-Faktor, wichtig für die vaskuläre Integrität, das heißt, wenn es um die Muskeln geht etc., ein wichtiger Kofaktor. Weiters der K-Faktor wäre noch äußerst wichtig. Vitamin K ist ja auch dafür bekannt, jetzt gerade für die Blutgerinnung. Vitamin C ist ja auch dafür bekannt, das ist sozusagen das Vitamin C gegen Skorbut. Skorbut, die alte Seefahrerkrankheit, wo dann das Zahnfleisch zu bluten beginnt etc. Das heißt, mit natürlichem Vitamin C ist dagegen dann auch anzukämpfen gewesen. Oder auch nach wie vor jetzt auch noch natürlich. Dann fünfter Punkt, der Jodfaktor. Und der wäre äußerst wichtig, also ist auch im kompletten Vitamin C-Komplex dann verbaut, dieser Faktor. O2 also für den Sauerstofftransport im Blut, dass das Blut besser Sauerstoff transportieren kann. Wie gesagt, wichtig jetzt bei der Stresskomponente, wichtig für die Nebennieren das Ganze, dass ausreichend Vitamin C vorhanden ist. Vor allem, wenn die Stressbelastung nach oben geht, sollte das Vitamin C auch zeitgleich nach oben gehen dann natürlich. Eine Infektion zum Beispiel wäre auch eine Stressbelastung für den menschlichen Körper. Dafür ist ja Vitamin C gerade bekannt.
wenn du die Schnupfnase hochziehst, wenn du einen Infekt siehst, dass du vielleicht verstärkt auf Vitamin C zurückgreifen solltest. Best natürlich in der natürlichen Variante. Wichtig jetzt bei der Verstoffwechselung auch von Vitamin C, es ist der Glucose sehr ähnlich, das heißt hohe Glucoselast, hohe Kohlenhydratlast in der gesamten Ernährung sorgt für metabolischen Stress, sorgt für eine Stresskomponente, für eine Belastung der Nebennieren und sorgt zeitgleich für eine schlechtere Aufnahme von Vitamin C im Körper. Gute natürliche Quellen sollten wir uns jetzt auch mal kurz anschauen, jetzt gerade im Winter die typischen Gemüsesorten werden ja Kraut, Sauerkraut, natürlich hergestellte Sauerkraut, das im Supermarkt enthält kaum Vitamin C natürlich, wenn es jetzt verstärkt mit, wenn es jetzt verstärkt natürlich mit Essig angemacht worden ist, wenn es halbmal gemacht wird, wenn es abgekocht wird. Aber richtig gutes frisches Sauerkraut oder vor allem Weißkraut, Rohkraut etc., die ganzen Krautsorten enthalten immens viel Vitamin C. Zitronen sind ja dafür bekannt, nicht vergessen, vor allem in der Schale der Zitrone ist sehr viel Vitamin C enthalten und als heimisches Produkt dann noch die Hagebutte. Also Hagebutte, naturtrocknen, oder als Hagebuttenpulver enthält immens viel Vitamin C auch. So, unten wie gesagt Artikel verlinkt, da geht es dann hinein in den Entdecker des Vitamin Cs. Das ist der Ungar Dr. Szent Györgyi. Györgyi, hoffe man spricht so aus ungarisch, und der hat Vitamin C 1937 entdeckt. Der konnte es isolieren und interessant zu wissen, gerade dieser Dr. Szent Györgyi, hat auch sehr gute Forschungen gemacht im Bereich des ATPs, des Adenosintriphosphats, also unserer Körperenergie. Gerade im Muskelstoffwechsel hat er sehr gut, sehr viele Forschungen betrieben, dann auch noch zusätzlich und was die Mitochondrien anbelangt. Also gerade wenn es um Energiebereitstellung geht, gerade wenn es um Glucose geht und die Wirkung von Vitamin C in dem ganzen Zusammenspiel. Der Nobelpreis dann für die Entdeckung des Vitamin C und vor allem jetzt unten im Artikel auch noch erwähnt, gerade dieser Entdecker des Vitamin C legt großen Wert darauf, dass es sich beim Vitamin C um einen Gesamtkomplex handelt und dass eben gerade die pharmazeutische Komponente, nur die Ascorbinsäure, eben nur als Antioxidant hilfreich ist. Bei gewissen anderen Symptomatiken sollte man immer auf den natürlichen Gesamtkomplex dann zurückgreifen. Und gerade wenn es natürlich um eine Dauerstressbelastung geht, gerade wenn es darum geht, dass die Nebennieren schwächeln, dass du vielleicht noch einen Infekt gezogen hast, für das Vitamin C ja bekannt ist, wichtig auf das Natürliche zurückgreifen. Denn man kennt das ja, wenn man einen Infekt hat. Bei Skorbut zum Beispiel ist auch eine der größten Nebenwirkungen, bis auf das, dass du aus dem Zahnfleisch blutest, generell natürlich in schlechter Verfassung bist. Aber das sind alles so Symptomatiken, die mit starker Müdigkeit einhergehen. Das heißt, die Stressbelastung auf die Nebennieren ist immens. Die Hormone können vielleicht nicht mehr ordnungsgemäß gebildet werden. Dein Energielevel geht runter aufgrund dessen, dass du eben durch Dauerstress die ganze Zeit im Anschlag bist, irgendwann können die Nebennieren nicht mehr ordnungsgemäß liefern und können natürlich auch Schaden ziehen. Nun muss immer davon ausgehen, die Nebennieren natürlich, sie stellen nicht nur die Stresskomponenten selber her, sondern die Zellen der Nebennieren sind natürlich auch einer immensen Stressbelastung in der Situation dann ausgesetzt, weil sie die Hormone herstellen müssen. Es wird sehr viel verstoffwechselt, es ist sehr viel Energie vonnöten natürlich, gerade bei diesen Zellen dann. Da brauchst du ein sehr gutes Antioxidant mit der Ascorbinsäure vielleicht noch zusätzlich und die Kofaktoren eben, dass die Hormone ordnungsgemäß gebildet werden können. Wichtiges weitere Video nach oben reingeknallt, generell bei einer Nebennierenbelastung, was du noch so an Kofaktoren benötigen könntest, kurz einmal drüber schauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmod, es gibt keine blöden Fragen. Und meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.